Ich gehe mal kurz nach hier oben und baue mir hier irgendwo ein Safe Portal, natürlich, wie immer. Wobei wir hier auch gleich bei der Queen sind, ne? Queen Base. Erstellung, das Ding. So. Verschiedenes Portal. So. Und dann mache ich den Trollstab. Und diesmal gehe ich ein bisschen näher ran. Ich könnte mich zum Beispiel hier drauf stellen. Das ist nämlich genau auf der Höhe. Und wenn ich dann so mache und schnell abhau. Bam! Volltreffer. Und das gleiche machen wir nochmal. So. Und rein da. Jo. Oh Mann, ey. Tut mir so leid. Gut, dann rollt mal auf, bitte. So, schön alles kaputt kloppen. Da oben wartet auch noch der andere Troll. Ist aber nett. Alter, macht der da Damage. So, jetzt sind sie unten. Einer ist gleich tot. Da beschwöre ich direkt einen neuen. Und zwar auf der Höhe. So. Und zwar hierhin. So, der Magier ist gleich down. Der brennt nämlich. Und ein Hit noch. Tschüss. Gut. Da ist ein Frostmagier, glaube ich. Der macht natürlich Schaden an dem. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon down gegangen ist. Ist er. Dann beschwöre ich hier noch einen Troll. Sorry, Leute. Tschüss. Oh, Energieschild. Oh Mann, das war schon wieder gefährlich. Alter, schon wieder gekillt. Ja, der Frostmagier macht doch ordentlich Damage. So, dann platziere ich mal einen hier rein, oder? Hier so. Tschüss. Dass sie auch nicht merken, dass ich das bin und nie feindlich sind mir gegenüber. Bam! Los, jetzt aber aufräumen. Vor allem der mit den zwei Sternen, Alter, vor dem habe ich richtig Angst. So. Soll ich ihn killen? Ja. Chance beim Schopfe packen. Gut. Wow. Gut. Das waren die Zwerge. Jetzt bin ich dran. Shit. Trotzdem getroffen. Gut, ich laufe mal hier lang. So, Energieschild. Und ich habe Angst, dass die Zwerge überlebt haben. Wenn ich hier reingehe, bin ich dann safe? Oder kommt er hier auch rein? Nee, kommt er nicht. Dann bleibt da mal. So, dann kann ich eine schöne Salve reindrücken. So, zack. Warten wir einen Moment. Okay, komm mal her hier. Kannst ruhig nochmal zuhauen, wenn du willst. Hier. Sehr gut. Und die Salve sollte dich umbringen. Tschüss. Sehr gut. Laterne. Ach, wir sind überladen. Und dann hole ich mal das Portalzeug hier runter. So. Portal war da oben, ne? Auf dem Felsen natürlich. Ja, und ich würde sagen, das war doch gar nicht so eine schlechte Weichgewebe-Runde, oder? War doch recht erträglich. Vor allem erträglich. Nicht im Sinne von, man kann es ertragen, sondern es gibt Ertrag. Oder? Stimmt, theoretisch kann man es auch so benutzen, ne? Benutzt man nur nie. Gut, wie auch immer, rübergeslidet. Ja, da komme ich leider nicht rein. Doch, komme ich. Dann kann ich nämlich die oberen Etagen schon mal abfrühstücken. Aber hier ist auch alles eingekracht. Oh. Sieht so geil aus. Das hier so weggebrochen ist. Gut.
Schwarzer Marmor, gut. Wie auch immer. Das Ding hier muss ich kaputt machen. Ist immer noch heil. Nee, doch nicht. Ist kaputt, gut. Hervorragend. Dann ist hier Loot. Ich höre ein... Gial? Irgendwo? Oh, ich trage zu viel. Hier kommt das weg. Keine Ahnung, wo der ist. Ich habe Angst. Ich mache mir hier schnell ein Portal. Dann habe ich mehr Platz im Inventar. Sammle den ganzen Stuff auf. Immer noch kein Platz. Was? Schon wieder kein Platz im Inventar. Mache ich das weg. Gold weg. Kein Nickel. Ja, gut. Dann gehe ich schon mal durch, ne? Ich habe Angst. Tschüss. Und jetzt müssen wir uns auch beeilen. Es wird nämlich allmählich dunkel. Die Sonne geht gerade schon unter. Obwohl, es geht noch, ne? Der Schatten zeigt nach da. Ich glaube, es ist gerade kurz vor Abend. Präabend sozusagen. So, runter damit. Und dann holen wir nochmal schnell den letzten Rest. So, jetzt aber schnell. Oh, da ist er doch. Der Gialus, hat er mich gesehen? Der sieht mich bestimmt jeden Augenblick. Noch hat er mich nicht gesehen. Das koste ich aus. Weil ich habe eigentlich auch gar keine Lust, mich mit dem anzulegen. Da ist doch Kupferschrott. Da liegt Kupfer. Und wir tragen wieder zu viel. Das gibt's doch gar nicht. Hier ist noch Marmor. Ja, ja, ich sehe dich da schon. Ich sehe dich schon. Soll ich... Ich kann Holz und das hier mal lassen. Und mache das weg. Das weg. Und ich verziehe mich. Und zwar hierhin. Richtung Queen Base. Die ist ja Gott sei Dank schon eingetragen. Und ich hoffe, er sieht mich nicht. Er ist gerade da. Er hat mich gesehen. Gut. Dann hau ich ab. Tschüss. Energieschild. Hätte ich mal vorher machen sollen. So, sehr gut. Und wenn wir hier jetzt noch einen Schädel finden, wäre super Banger. Aber ich glaube ja nicht dran. Nö. Gut. Ja, dann hinauf. Oh, Energieschild. Energie, meine ich. So, kurz aufladen. Ich habe Angst vor dem Gial. Er könnte uns nämlich fliegend verfolgen. Das wäre unschön für uns. So, dann hierhin. Und nichts wie weg hier. Ich habe auch echt keinen Bock mehr auf Mistlands. Aber wir haben jetzt so viel gefunden. Von dem Holz. Holz, was habe ich denn? Von dem Weichgewebe. Versteinerter Knochen, ja gut. Hm. Hier gucke ich nochmal mal eben schnell nach, aber hier ist auch nichts, ne? Nee. Gut. Ja, dann auf zur Queen Base und ab nach Hause. So, und hier lang. Hier spawnen ja Gott sei Dank keine Viechers, denn es ist eine Workbench in der Nähe. Heißt, hier ist es recht safe. Und hier ist die Tür. Vorsorglich zugemacht. Und auf Nimmerwiedersehen halt. Unser Portal war hier hinten. Hindurch. Hervorragend. Und wir sind hier direkt beim Blutloch. Das ist ebenfalls hervorragend. Ich schmeiß das mal weg. Das. Und das. Warum habe ich das Holz nicht dabei? Keine Ahnung. Das kommt auf jeden Fall wieder in unsere Portalkiste. So, so und so. Und 10 Holz fehlen noch. Und ja, wir haben gerade erst Nachmittag, aber wie auch immer. Ich würde sagen, wir nehmen mal das ganze Zeug hier. Warte mal. So, und dann nehme ich mal 10 raus. Mach die hier hin. Und schmeiß die kurz dorthin. So. Und das Weichgewebe will ich gerne mal hier sammeln. Um zu gucken, wie viel wir insgesamt haben. So, ich laufe mal durch. Aber ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwas decken kann. Und wir haben vor allem Yggdrasilholz, Holz, Stein, Marmor. Also weg damit. Weg damit. Dann hier noch normales Holz. Marmor. Und schon können wir wieder was schleppen. So, her damit. Und dann, das Weichgewebe wollte ich hier erstmal hinlegen.
bin ich sehr gespannt, wie viel Ausbeute wir haben. Dann hier Monsterfleisch. Ich nehme mal kurz erstens das Ding wieder und zweitens das Ding wieder, damit das Licht nicht nervt. Erstens und zweitens wir eine Lampe haben und vernünftig was sehen können. So, hindurch. Holz, Edelholz. Ich nehme mal hier. Mach mal so weg, so weg, so weg. Oh. Amor. Ich will doch nur das Holz haben. Wir haben hier sowieso Erze. Die schmeiße ich mal hier runter. So und so. Und dann machen wir es auch folgendermaßen. Ich nehme mal das Holz. Zack. Zack. Und zack. Haben wir das schon mal weg. Ne? Rein damit. Dann Laternen. 4 Stück. Die kommen zu Möbeln, ne? Hatten wir die immer reingetan. So, so und so, ne? Ja, wobei, die packe ich nach ganz unten, weil sie sich nicht stacken lassen. Andersrum. Die kommen nach oben, weil sie sich nicht stacken lassen. Außerdem schmeißen die sich sowieso oben ein. Also oben in die Reihe. Ist natürlich erfreulich. Schon wieder kein Platz. Eine Kette. Genauso wie diese komischen anderen Dinger. Da habe ich beide, ne? Oder 3 haben wir sogar, glaube ich. 6? Was wollen wir damit, Alter? Gut, rein damit. So, what? Das gibt's nicht. Wir haben die Stacks voll. So, aber warte mal. Wir haben hier noch Marmor. Können wir nach oben bringen. Chitin. Dann hier Feuer. Für die Sotlingskerne. Yggdrasilholz. Hier haben wir noch ein bisschen Monsterorgane. Halt. Kleinviehfleisch. Hier. Nochmal durch. Und ich hoffe, ich kann jetzt alles stacken. Nö, kann ich nicht. Dann schmeiße ich hier das und das. Alter, ist das viel. Sehr gut. Da ist jede Menge Kupfererz. Dass das so viel ist, da habe ich eigentlich auch nicht mit gerechnet. Aber ist natürlich ebenfalls erfreulich. So, Stein kommt hier rein. Da ist noch mehr Kupferschrott, Kupferschrott, Kupfer. Das schmeiße ich ebenfalls hier runter. So und so. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Kohle oder sowas? Nö. Noch eine Laterne. Die kommen alle hier rein. Möbel. Zack. Stoffe haben wir auch ein bisschen. Die blaue Jute. Sehr gut. Feuer kommt hier rein. Gold. Dann Augenschuppen. Drasil. Dann ist hier noch Magie. Eine Trophäe. Schuppen. Augen. Yggdrasilholz. So, und das letzte, was hier oben noch liegt, ist ein bisschen Gold. Keine Ahnung, warum ich das nicht automatisch aufgesammelt habe. Wahrscheinlich habe ich es irgendwie mal weggeworfen oder so. Kein Plan. So, und jetzt bin ich sehr gespannt, wie viel Weichgewebe das gebracht hat. Boah! Alter Schwede, okay. Warte mal, haben wir denn jetzt mehr Weichgewebe? Wir haben mehr Weichgewebe als Harz. Sehr gut. So, dann nehmen wir hier mal direkt die Hälfte raus. So. Und nehmen hier ordentlich einen Batzen raus. Und dann gehen wir mal runter. Können dann hier die Barren und Erze mitnehmen. Und in die Truhe bringen. So. Und so. Ach so, ich glaube, das waren die Tropfanimationen von meiner, von meinem Überladensein. Ich habe mich gerade gewundert, warum da was glitzert. So, die Barren rein. Haben wir wieder ein 30er Stack voll und Erze ebenfalls rein. Sehr gut. Kupfer, Zinn. Ja, hier eigentlich Bronze. Dann Silber, Eisen, Schwarzmetall. Silber, Eisen, Schwarzmetall. Habe ich sogar 2 rein. Hm. Naja, gut. Und ansonsten, Erze haben wir nichts zum Einschmelzen, ne? Nö. Hier liegen aber noch Barren. Na klar. 19, die packe ich mal hier rein. Und natürlich schmeißen wir wieder ohne Ende Harz an. Und ich würde sagen, das war so ergiebig. Wir können jetzt getrost Weichgewebe von Tutfarm streichen. Oder? Aber sowas von. Rein damit!
und hinaufgelaufen. Halt, der Met. Fertig und fertig. Top. Oh, Nachtmusik. Gut. Dann können wir gleich erstmal ratzen gehen, aber ich bring mal kurz den Met weg. So. Naja, gut. Ich mach mal so. Das Magiezeugs bringe ich wieder weg. So. Dann gehe ich, nehme ich das Holz mit, pack das oben in die Portalkiste. Zum einen. Aber zum anderen gehe ich nochmal kurz zur Nebellandebase. Halt, das ist die Schiffstruhe. Hier rein. Ach ja, na klar. Muss ich so machen. Es gibt da ja noch kein Holz drin. Und ich hole nochmal kurz Harz. Und ich hoffe wirklich, dass hier jetzt keine Nachtpatrouille kommt. Das werden keine vollen 10 sein, ne? Doch, sind's. Sind's tatsächlich. Gut. Hervorragend. So, dann gehe ich mal rüber. Schmeiß das Runder. Und dann gehen wir eine Runde ratzen, würde ich sagen. Ich meine, es ist finsterste Nacht. Und wir sind ja nicht des Wahnsinns, oder? Also ein bisschen schon, aber so sehr des Wahnsinns nun auch wieder nicht. Also, gute Nacht. So, guten Morgen. Entschuldigung, da muss ich mir gerade noch kurz sortieren. Und ich würde jetzt nämlich Folgendes machen. Also, erstens, wir haben ja jetzt ordentlich Weichgewebe. Das können wir jetzt auch von der To-Farm-Liste streichen. Und ja, wir haben theoretisch immer noch Kupfer da stehen. Also, wir brauchen dringend Ascheholz. Aschenholz. Und zwar nicht nur, um die neuen Sachen zu craften, da fehlte was, und für die Stäbe, sondern auch für diese Sachen hier, ne? Und dafür brauchen wir sehr, sehr viel. So viel, dass ich mir dachte, das hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, ich mache den Bergkönig an. Und dann mache ich das mit dem Bergkönig. Und deswegen habe ich auch extra jetzt abgewartet. Wir sind jetzt bei 2 Stunden 45 Aufnahme. Und deswegen mache ich jetzt den Bergkönig im Anschluss, ne? Deswegen habe ich da jetzt auch alles weggeräumt. Außerdem würde ich, weil wir das Weichgewebe haben, auch immer wieder jetzt das Weichgewebe, was wir hier haben, unten reinpacken und durchlaufen lassen, ne? Zeitgleich. Also ich kümmere mich jetzt darum, dass die Eiterproduktion weiterläuft und ich sammle Ascheholz. Und gut möglich, dass wir dabei sterben werden, weil das ist ja in den Ashlands. Aber so sei es. Dann werde ich das einfach weiterspielen und also ich werde den Bergkönig weiterlaufen lassen, ne? Ich glaube, das ist ganz okay für euch. Ich meine, ihr kennt den Bergkönig ja mittlerweile. Oh, wir brauchen mariniertes Gemüse. Das hole ich mir mal fix. So. Hole ich mir mal 3 raus. Dann wissen wir, dass da noch ein bisschen Knappheit herrscht. So, es ist noch gerade morgens. Das ist perfekt. Ich habe keine Ahnung, bei welchem Portal von den Aschenlanden wir überhaupt jetzt Holz sammeln werden. Aber das gucke ich dann. Und das ist ja auch für euch relativ irrelevant. Das bedeutet, ich würde sagen, bis gleich. Thank you.
Mann, was ein Krampf war das gerade. Was ein Krampf war das gerade, ey. Ich habe einen Baum abgebaut. Hier ist der ganze Stuff, ne? Hab einen Baum abgebaut. Ich habe ordentlich Ascheholz sammeln können. Aber ey, ich baue, ne, ich fälle einen Baum. Und ich schmeiß mal erstmal rein. Und es kommen 5 Feinde. Also kein, das ist jetzt nicht übertrieben, sondern 5. Und dann denke ich mir, ja gut, okay, dann mache ich die platt. Mache ich die platt, dann gehe ich, ne, schaffe ich es, den einen Baum endlich abzubauen. Und dann gehe ich zum nächsten und es kommen wieder 5 Feinde. Es war so unnormal eben gerade. Also ganz ehrlich, das ist so... Ich weiß, da regen wir uns ja alle permanent drüber auf. Aber das hat mich gerade schon wirklich echt verärgert. Also es war so... Meine Fresse, ich hab's verstanden. Die Aschenlande sind ja wirklich, wirklich schwer. Aber einfach ist nur mit Quantität, weißt du? Come on. Ey, das hat echt keinen Spaß gemacht gerade. Also gut, dass ich das jetzt mit dem Bergkönig gelöst habe. Oh Mann, ey. So, hier ist noch mehr Ascheholz. Oh, da haben wir aber ordentlich was gesammelt, ne? Da. Sehr gut. Holz. Hier rein. Dann habe ich auch ein bisschen was von dem neuen Harz gefunden. Das kommt hier rein. Leder und Häute. Davon brauchten wir ja auch noch welche, ne? Es gab ja noch das eine oder andere zu craften. Da dürfen wir das natürlich nicht vergessen. Halt nicht, Kleinvieh. Ah doch, klar, stimmt. Das Geierfleisch kommt da ja rein. So, das hier auch nochmal. Kann ich nicht stacken. Hier ist Marmor. Stein. Hä? Ach so. Hier Stein. So. Dann das Holz. Kann hier rein. Da oben liegt auch noch ein Stuff. Ascheholz. Ja, noch mehr Ascheholz, Alter. Oh. Gut, dann packe ich erstmal das rein. Nehme ich das auf. So. Die Federn kommen hier. Habe ich nämlich auch. Ich habe eine Dingens gekillt. Heißen sie denn? Valkyrie. So, hier Aegis. Ein Weichgewebe haben wir sogar gefunden. Stimmt, und das habe ich die ganze Zeit vergessen nachzulegen. Es tut mir leid. Da war ich doch echt abgelenkt und wollte das mit dem Holz voranbringen, so dass ich die ganze Zeit damit beschäftigt war. Aber ist ja eigentlich auch nicht weiter wild, weil hier, guckt euch das an. Zack! Und hier ist noch mehr, ne? Hier ist noch ein Fuffi-Stack. So. Ich glaube, das reicht nicht, um das in jeder Etage zu machen. Aber das reicht auf jeden Fall, um den Rest zu craften. Und ich glaube, das haben wir dann auch erstmal auf jeden Fall erledigt, ne? Hoffe ich mal. So, so. Der kommt wieder nach oben. Das kommt hier hin. Und ich habe die komplette, das komplette marinierte Gemüse gegessen. Hm. Da müssen wir theoretisch mal ein bisschen Straußenfarn sammeln gehen, ne? Ich hätte ja da, wo der Askwind-Spot ist, theoretisch... Warte mal kurz, ich gehe mal kurz nach hier oben. Sammle mal die hier auf, weil die musste ich mir eben holen. Und weil ich gestorben bin, das Energieschild. Und, wo ist es denn? Habe ich das jetzt nicht aufgesammelt? Muss doch das Energieschild sein, wo ist er denn? Ah, hier, na klar. Und den Stab der Spaltung habe ich aufgenommen, weil ich hier rangegangen bin, ne? Der lag ja hier drauf. Ich repariere mal kurz. So. Und schmeiße den da drauf. Dann ziehe ich mir meine Krone wieder an. Den bringe ich gleich nach oben. Oha, da, die Axt ist fast zerstört worden. Deswegen dachte ich mir, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, diese Tortur zu beenden. So, und die Hämmer können wir auch nochmal reparieren. So, dann der und der. Und die beiden kommen dann wieder nach oben. Und was ist denn mit dem... Ja, es ist gerade Nacht. Ich glaube, das mache ich dann einfach beim nächsten Mal. Wir haben nicht ein bisschen Erz gefunden, stimmt. Aber Kohle haben wir hier noch. Ich schmeiß noch mal nach, ne? Ich schmeiß noch mal Eiter nach. Einfach, weil es ansteht. Also hier von 20. So, das hier hin. Dann hier von... Halt. Nehmen wir davon die Hälfte. Und so, das geht schneller. Und dann gehe ich auch gleich nochmal kurz neues Harz holen, ne? Weil auch das brauchen wir ja, wie man sieht. Also das normale Harz, meine ich. Hä? Einer? Ey, wieso war hier denn einer drin? Keine Ahnung.
Gut, wie auch immer, rein damit. So. Und dann bringen wir den Rest nach oben. Und wir brauchen Straußenfarn, um unser letztes Food herzustellen. Ja, mache ich beim nächsten Mal, wie ich meine. Schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste, dann machen wir das direkt als erstes. Aber nochmal kurz zum Haus gehen könnten wir, ne? Scheiße, ich habe die Kohle vergessen, tut mir leid. Nochmal nach unten, rein damit. So, dann nach oben. Und Ausdauertränke sind auch leer, ne? Habe ich denn welche vorbereitet? Ja. Da nehme ich mir mal die Hälfte raus. Und die zwei habe ich auch kurz rausgetan, damit ich den hier oben in der Leiste habe. Oh, der Stab hat mir so den Arsch gerettet, ne? Stab der Wildnis. Voll das geile Ding, ey. Bin ich sehr positiv überrascht. Genauso wie der Trollstab. Und Dundre müssen wir ja auch noch herstellen. Aber das machen wir auch später. Den Schutzstab hier ran. 5. Und den Hammer hier ran. 4. Dann das so und so. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, ich habe jetzt eine sehr lange Aufnahme gemacht, halt durch die Bergkönig vor allem, ne? Mindestens bei 4 Stunden 45. Sehr gut. Huch! Ach, weil er genau jetzt nochmal saved. Oh, jetzt haben wir nochmal schnell pennen, wa? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und lasst gerne ein Abo da und auch ein Like und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Thank you.